Nach dem Debakel gegen Salzburg lassen die Hartberger ihren Trainer diesmal nicht im Regen stehen. Dabei beginnt es für die Steirer in Orange-Blau gar nicht gut. Zweite Spielminute, Marc-André Schmerböck, heute in der Startformation anstelle von Dieng. Sollte eigentlich schießen, entscheidet sich dafür, Sean Weißmann anzuspielen und das haben die Hartberger übernaset. Drei Minuten später, wieder einmal Probleme beim Spielaufbau für die Hartberger. Das kennen wir aus dem Salzburg-Spiel. Auf Umwegen kommt der Ball zu Marc-André Schmerböck zurück. Und die zweite Möglichkeit nützt er. 1:0 für den Wolfsberger AC. Hier Kröpfel mit dem Fehlpass, weil ein Bedrängnis gerät. Dann Novak. Klemm spielt den Ball unabsichtlich zu Weißmann. Und von dort kommt er zu Schmerböck, der inzwischen auch kurz dran war, zurück. 1:0 für die Wolfsberger, der erste Treffer von Schmerböck seit dem Heimspiel im Oktober 2018 ebenfalls gegen Hartberg. Und schon wieder Marc-André Schmerböck schaut auf und sieht in der Mitte Sean Weißmann. Solche Möglichkeiten nützt der Israeli normalerweise. Sehenswert vor allem die Hereingabe von Marc-André Schmerböck. Das Ganze auch erst nach 8 Minuten. Dann passiert eine Weile gar nichts, bis Jürgen Heil da aufzieht in der Offensive für die Hartberger, viel Platz hat und einfach einmal draufhaut. Das erste Lebenszeichen im Angriff der Hartberger an diesem späten Nachmittag. Rajko Repp wird es dann irgendwann einmal auch zu bunt und er versucht ebenfalls aus der Distanz gar nicht schlecht angetragen. 37. Minute, Eckball WAC, Rotter versucht zu befreien, Jojic und Sean Weißmann auf unnachahmliche Art und Weise. Wunderschön gemacht vom Israeli, ein richtiges Gusterstück. Hier der Schuss von Jojic und dann verkehrt zum Tor stehend. Mit der Ferse überlistet der Reneswette im Hartberger Tor. Dann schon wieder ein Eckball von Lindl, 3 Minuten später. So wirklich wegbekommen die Hartberger den Ball im ersten Versuch nicht, aber im zweiten. Christian Klemm mit dem Abschlag, der landet genau vor den Beinen von Rajko Repp. Plötzlich ist da kein Wolfsberger mehr und der Slowene hat viel Platz und nützt ihn. Nur noch 1:2 aus Hartberger Sicht in der 40. Minute. Hier noch einmal der Abschlag von Heil, der schief geht. Der zweite Abschlag von Klemm wird dann zum mehr oder weniger unfreiwilligen Assist für Rajko Repp. Übrigens der 6. Assist schon von Klemm in dieser Saison, der 8. Treffer des Slowenen. Das Spiel ist vor allem vor der Pause ähnlich abwechslungsreich wie das Wetter. Da ist so ziemlich alles dabei. Der TSV bringt dann 3 neu in die Partie. Tadic, Lienhardt und Kainz für Heil, Cancula und Kröpfel. Nach 1,5 Minuten der erste Auftritt von Dario Tadic. Er dringt in den Strafraum ein und Nemanja Runic zieht und arbeitet, bis Tadic fällt. Und das ahndet Schiedsrichter Muckenhammer auch. Richtige Entscheidung, Foulspiel von Runic, der schon gelb hatte, noch einmal gelb bekommt und nach 48 Minuten vom Platz muss. Tadic tritt selber zum Elfmeter an und das macht er herausragend. Platziert und scharf ins Eck zum Ausgleich. Das 2:2 durch den Torjäger, es ist sein 13. Saisontreffer. Kofler ist zwar dran, kann den Ball aber nicht entscheidend abwehren. Dann Lienhardt mit diesem weiten Ball, Rajko Repp, was war das denn? Jodel Dosu umkurvt Kofler und die Hartberger drehen tatsächlich die Partie in der Lavantal Arena. Aus 0:2 zur Freude der Präsidentin, mach 3:2. Schon der Abschlag von Lienhardt, sehr präzise und richtig gut. Und schauen Sie sich an, was Rajko Repp mit dem Ball macht, wie er ihn verarbeitet. Das ist große Klasse, auf diesem glitschigen Boden ihn so mit der Ferse aus der Luft weiterzuspielen. Das ist hohe Fußballkunst. Jodel Dosu besorgt den Rest. Sie wollen Angriffe der Wolfsberger aus der zweiten Hälfte sehen? Naja, einen können wir Ihnen bitten. Es gab nämlich nur einen wirklich gefährlichen, abgeschlossen von Mario Leitgeb, der das Tor von Reneswette knapp verfehlt. 63 Minuten waren da gespielt. Dario Tadic, oui. Lukas Ried haut da daneben, aber Amadou Danté besorgt den Rest. 4:2, die Entscheidung für die Hartberger in der 77. Minute.
Die Hereingabe von Tadic. Lukas Ried, frisch eingewechselt, versucht ein Kunststück. Das geht ordentlich schief. Aber dann der 19-jährige Mann aus Mali, der eine ausgezeichnete Partie abliefert, krönt seine Leistung mit diesem platzierten Schuss ins lange Eck. Kogler bleibt nur verdutzt nachzuschauen. Kofler heißt er natürlich, der Torhüter der Wolfsberger. Markus Schopp jubelt, der TSV gewinnt auch das zweite Auswärtsspiel in der Meistergruppe und zeigt die richtige Reaktion auf die Pleite gegen Salzburg. Beim WRC hingegen nachdenkliche Minen.